Hallo und willkommen hier aus Schleingemünd, Fluthaus nach über 20 Monaten. Ja, Versicherung hat gezahlt, Handwerk wurde ausgeführt, mangelhaft, ungenügend, eine Katastrophe nach der Katastrophe. Und wir sind hier mit der Betroffenen und auch mit Helfern und einem Gutachter, um jetzt mal zu hören, was hier tatsächlich ja das Problem ist. Die ganzen Straßen, man sieht, hier wird noch gebaut im Moment. Das heißt, hier sind die Flutbewältigungen auch noch nicht erledigt. Und wir schauen mal hier im Hintergrund uns das Haus an. Da kann man schon sehen, was auch draußen im Argen liegt. Wenn du dich einmal kurz vorstellen möchtest. Ja, mein Name ist Sabine Mieseler. Wir sind von Anfang an hier bei den Flutbetroffenen, am Anfang mit der Verpflegung im DRK-Zelt bis im September. Und ab dann haben wir also die Leute begleitet. Wenn sie Hilfe brauchten, haben sie an uns gewandt. Und wir haben immer versucht zu vermitteln, also Firmen zu vermitteln oder Gutachter zu vermitteln. Mehr können wir nicht tun. Wir sind fachlich natürlich nicht versiert, aber wir haben vermittelt. Ja, und hier ist der Hilferuf auch gekommen. Und sind halt auch bei den Leuten, um sie auch mal in den Arm zu nehmen, zu trösten, zu sprechen. Das Sprechen ist ganz wichtig, wie du ja jetzt selbst siehst. Ja. Die sind alle, psychisch angeschlagen, sehr angeschlagen, weil es nimmt einfach kein Ende. Und das ist bei vielen so. Und ja, magst du dich kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Ursula Lorbach. Ich wohne seit 25 Jahren hier in dem Haus. Es war unser Traumhaus. Es war unsere Altersversorgung. Und die Flut hat uns quasi alles genommen. Ich habe kurz vor der Flut eine Blasenkrebs-OP gehabt. Mein Mann ist letztes Jahr im Januar, hat er die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs bekommen, ist im November verstorben. Und ich bin einfach am Ende im Grunde von dieser Firma, die vorher so viel geredet hat, und wir sind eingelullert worden. Und seit Dezember 21 ist an der Fassade nichts mehr gemacht worden. Es zieht durch, das Haus verkommt und ich weiß wirklich nicht mehr weiter. Ja, und wir haben auch einen Gutachter heute hier und auch noch den Mann der Fluthelferin. Ne? Das Team. Wir gehen zu euren Projekten nachher noch am Ende. Ja. Aber jetzt gehen wir erstmal zum Gutachter. Hier seht ihr das Projekt. Ja, da magst du dich einmal kurz vorstellen. Du bist Gutachter und betreust das Haus jetzt ja, hier. Ja, mein Name ist Körver Wilfried. Ich komme aus Aachen und bin auf Anfrage der Familie Wieseler nach hier gekommen. Und habe jetzt mittlerweile natürlich hier schon etliche Zeit zugebracht und werde auch seitens der zuständigen Versicherung, die ja hier leider viel geleistet hat, ohne Gegenleistung zu bekommen, werde ich übernommen im Prinzip, sodass keine weiteren Kosten jetzt hier für die Frau Lorbach entstehen. Und man muss eigentlich ganz krass sagen, dass nicht nur jetzt hier Lorbach, aber viele Leute durch diese Firma sehr geschädigt worden sind. Die haben Rechnungen gestellt, die sind zum größten Teil im Voraus bezahlt worden. Das ist eine kleine Leistung gemacht worden, damit man wahrscheinlich sehen konnte, da passiert was, und das ist ja häufig so. Diese Masche, und danach kam dann nichts mehr, und es sind also Unsummen eigentlich in dieser Richtung geflossen, die jetzt einfach nicht mehr vorhanden sind, um das Objekt fertigstellen zu können. Und das ist kein Einzelfall, das ist ein Fall, den wir bei Flutbetroffenen immer und immer wieder hören. Und den Namen der Firma werden wir jetzt nicht nennen, aber wir werden sie besuchen und wir werden auch zu ihnen fahren, um mal nachzuhören, was ist hier passiert. Aber das schauen wir uns jetzt an. Du wirst uns das jetzt einmal zeigen. Ja, gerne. Also wir schauen uns erstmal den Außenbereich an, würde ich sagen. Und du erklärst einfach mal als Fachmann, ich gebe dir mal das Mikro, oder ich halte es einfach mal, dann kann ich auch sprechen. Was ist jetzt hier vorne das Problem an der Hausfassade? Ja, man sieht also hier eigentlich ganz schön die Wärmedämmung, die hier aufgebracht worden ist, war eigentlich ursprünglich gar nicht in der Planung, sondern man sollte hier nach Art und Güte herstellen. Und Art und Güte würde heißen, hier war früher oder damals ein Klinker drauf, ein bossierter Klinker. Der ist kurioserweise komplett abgerissen worden, was überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Wenn man da, sag ich mal, einen Teil an Fäkalbakterien oder so drin hatte, dann hätte man mit Sicherheit den unteren Teil trocknen können. Aber man ist dann hier einfach hingegangen und hat gesagt, ja, das ist alles da oben dann auch drin.
Und deshalb ist die Fassade dann komplett abgerissen worden. Also auch dieser obere Teil, den wir hier vorne gerade sehen. Das heißt, der Wasserstand hier bei dem Haus war 1,50 Meter ungefähr. Das heißt, wie hoch können wir es uns hier vorstellen? Ja, ungefähr. Also bis hier unten. Und der ganze obere Teil wurde weggenommen. Hm. Kann man ja abrechnen anscheinend. Ja. Ja, und jetzt ist eigentlich das grundsätzliche Problem zunächst mal. Dann hat es geheißen, es sollen Riemchen draufkommen. Und diese Riemchen verlangen natürlich einen Untergrund, wie jetzt hier dieses Wärmedämmverbundsystem. Aber man kann das Ganze nicht als Wärmedämmverbundsystem auslegen, weil das einfach unter allen Kanonen hergestellt worden ist. Die Platten, die kann man so abreißen, die sind nur so punktförmig geklebt worden. Es ist kein Dübel in der Wand. Das Gewebe, was hier drauf ist. Mal schauen, sehen wir hier vorne übrigens auch ganz gut. Man sieht es auch, wie es hier ab ist. Vielleicht, wenn du einmal gerade zeigen würdest, wie es da ausschaut. Ja, das ist nicht fachmännisch, das sieht sogar ein Laie. Ja, und das Gewebe, was hier drauf gekommen ist, das ist dieses Weiße, wie man das da unten sehen kann. Das ist eigentlich für ein Klinkerriemchen, der hier drauf sollte, gar nicht tragfähig. Also wir haben den Fassadenspezialisten von Weber, von der Firma Weber hier gehabt. Der ist ausgestiegen und hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wie er das gesehen hat. Also eine absolute Katastrophe. Die untere Platte ist komplett verkehrt. Das ist keine Trennplatte, sondern eine normale Fassadenplatte. Gehört da eigentlich auch nicht hin. In der Regel hat man um die 7 Dübel pro Quadratmeter, die wir ja hier schön sehen können. Ne? Null. 0,0. Und ja, so zieht sich das praktisch über den kompletten Bereich. Und das Haus hat jetzt leider einen Winter mitmachen müssen, ohne irgendeine von den 4 Dämmungen. Das heißt also im Umkehrschluss, auch Feuchtigkeit dringt jetzt wieder von außen ein. Das ist was, was dem Haus bei weitem nicht gut tut. Übrigens die Firma Weber auch sehr aktiv in der Flut, auch für Flutbetroffene. Da auch nochmal vielen Dank an der Stelle hier. Ja. Ja, und jetzt sieht das praktisch so aus, dass natürlich viele Dinge, die falsch sind, man kann natürlich... Wir gehen mal weiter, schauen uns das einfach mal an. Hier an den Fenstern. Hier zum Beispiel an den Fenstern. Das sieht ja sportlich aus. Ja, der Sturz ist also genauso, wie man ihn nicht machen sollte. Das müsste eigentlich abgedeckt sein, alles und durchgeführt sein. Der Rollladenkasten, den sieht man eigentlich normalerweise von außen gar nicht. Ja, das Gewebe, wenn es denn überhaupt den Halt hätte, hätte anders eingebettet werden müssen. Da kann man so abziehen. Hier ist auch gar keine Wanne und das Fenster liegt in der Luft, oder wie sehe ich das? Ja, die Fensterbänke damals, die sind hier weggemacht worden. Davon ist, glaube ich, noch ein Teil da und das meiste ist aber weg. Ja, und alles andere fehlt eigentlich auch hier. Wenn man jetzt davon ausgeht, hier wären jetzt Klinkerriemchen draufgekommen zum Beispiel, dann bin ich mit dieser Leibung schon viel zu nah dran, weil hier sind ja nochmal 1,5 Zentimeter ein Riemchen drauf. Der würde dann ja schon bis hier gehen, da habe ich ja gar nichts mehr vom Rahmen. Gehe ich jetzt nur von Styropor aus, dann gehört hier eine Abschlussschiene drauf, die ich gar nicht kleben kann. Das heißt, wir reden auch davon, dass eine Arbeit ausgeführt worden, die bezahlt worden ist, das fast im vollen Umfange. Jetzt muss ein Rückbau stattfinden, sehe ich das richtig, welcher auch nochmal zusätzliche Kosten zum Wiederneuaufbau verursacht. Normalerweise wäre das jetzt eigentlich so, dass man alles runterholt, komplett, und dann entsprechend neu macht. Wenn wir jetzt nach der Versicherung gehen, nach Art und Güte, würde heißen, da käme eine Steinwolle drauf und dann würde man den Klinker wieder herstellen. Dafür sind die finanziellen Mittel aber einfach nicht mehr da. Die Versicherung hat gezahlt und die zahlt nur einmal. Ja, dann kommt man in der Richtung nicht weiter. Jetzt kann man nur, sag ich mal, mit zwei wirklich zugekniffenen Augen das übernehmen, nachdübeln und gucken, dass man die Sachen dann tatsächlich lässt, entsprechend erweitert, wo die Dämmung fehlt, um dann nachher einen 2 mm Scheibenputz drauf zu machen. Was, denke ich, viel interessieren würde, was sagt die Firma, die diese Bauarbeiten durchgeführt hat? Wie ist das Feedback? Gibt es ein Feedback oder wie ist da die Stellungnahme? Ja, mit der Firmeninhaberin kann man eigentlich gar nicht sprechen, weil an die kommt man nicht ran. Zuständig ist dann der
Bauleiter, in Anführungszeichen, ja, okay. Ja, der also sehr viel Ahnung hat, nämlich gar keine und davon wirklich viel, mit dem man kann man gar nicht sprechen, weil jedes Wort ist eigentlich eine Lüge. Also der gibt, alle Sachen, die der von sich gibt, sind gelogen, von vornherein. Als Beispiel, er hatte dann bei den Riemchen mir gesagt, dass ja jetzt... Ich kann noch ein bisschen lauter sprechen, höre ich gerade. Ja. Er hatte mir bei den Riemchen gesagt, hier wäre ja jetzt schlecht, das irgendwie anders zu machen, weil er die Riemchen schon alle da liegen hätte. Ja, also sprich 200 Quadratmeter ungefähr. Und dann hätte er das Material ja praktisch umsonst da. Und dann habe ich seinen Mitarbeiter gefragt und er sagte, also im Lager liegen 3 Sack Putz. Das ist aber auch schon alles. Ja. Wie viele Familien sind betroffen, von denen ihr jetzt hier wisst, was allein diese Firma angeht, die hier im Flutgebiet in NRW tätig war? Also und wahrscheinlich auch in Rheinland-Pfalz. Ja, da sind einige betroffen. Ich habe also hier in Gemünd sind noch 3 andere, die auch da gerichtlich natürlich vorgehen. Ich habe mit einer großen Firma gesprochen. Ich weiß jetzt den Namen im Moment nicht. Auf jeden Fall der zuständige Bauleiter, der war wohl auch hier und hatten sich das angesehen. Dann habe ich mit ihm telefoniert ein paar Tage später. Der sagte mir sofort, wir haben also einige große Bauvorhaben durchgeführt oder beziehungsweise wollten sie durchführen und sind auf diese Firma reingefallen. Mhm. Und kommen da natürlich auch keinen Schritt weiter. Jetzt gehen die ganzen Regressansprüche natürlich in unsere Richtung zunächst mal. Und wir müssen dann versuchen, die umzusetzen auf die Firma, was wahrscheinlich unmöglich ist. Also hier der Nachbar, der ist mal bei der Firma vorbeigefahren und sagte, das ist ein reines ein Familienhaus und da sieht aus, als ob Raketen getestet würden. Also ich denke, die Adresse werden wir uns gleich mal geben lassen und werden da auch mal persönlich nachfragen. Wir schauen uns mal weiter an, wie es hier noch ausschaut, weil es geht ja noch weiter. Man sieht hier auch im Eingangsbereich absolute Katastrophe. Auch hier Isolierung abgemacht. Die Dämmung bzw. Isolierung zum Bodenbereich, wurde die auch entfernt oder ist das... Das schwarz gestrichen, ne? Das ist schwarz anstrich, praktisch jetzt die Abdichtung für den Keller. Ob inwieweit da jetzt was vor war, weiß ich nicht. Das habe ich damals nicht gesehen. Auch, das wurde gerade weggemacht, ohne Absprache, oder? Ohne Absprache. Er hat uns gesagt, es käme Wasser von außen rein. Und da haben wir noch mit der Versicherung, dem Sachverständigen der Versicherung gesprochen. Und wir kommen hier wieder hin. Wir waren ja über ein halbes Jahr weg, konnten hier nicht in dem Haus wohnen. Und da war hier alles aufgerissen. Hier klafft ein großes Loch. Und seitdem, das ist jetzt seit Oktober 21. Seit Oktober 21. Wenn wir jetzt das Jahr 2023, wir sind mehr in über 20 Jahre nach der Flut im Moment. Also das ist unglaublich. 20 Monate, Entschuldigung. Ja, so 20 Monate nach der Flut. Also das ist schon extrem krass. Ja, das ist einfach so. Da müssen wir mit leben. Mein Mann musste mit dem Rollator über diese Paletten. Die schauen wir uns auch mal an, würde ich sagen. Also die Paletten hier vorne, das ist der Eingangsbereich. Und ja, das nach 20 Monaten, der absolute Wahnsinn. Und auch hier unten sieht man die Isolierung. Die ist jetzt auch nachträglich eingebaut worden. Der komplette Eingangsbereich ist das, was wir hier sehen, ist natürlich total verkehrt. Das ist keine Abdichtung. Man hat PU-Schaum genommen, um die Türe abzudichten. Das ist natürlich keine Abdichtung. PU-Schaum dichtet nicht ab. Man sieht auch an der Verfärbung, dass das ein Einkomponentenmaterial war. Wenn, dann hätte man zumindest ein Zweikomponentenmaterial nehmen müssen. Ist ja auch nicht. Also der komplette Bereich hier unten ist eigentlich dem Wasser ausgesetzt. Im Moment geht das, weil wir noch nicht auf diesem Niveau sind. Sobald wir aber jetzt auf dieses Niveau kommen, dann haben wir das Problem, dass unter Umständen Wasser eindringt. So, die Einfahrt, die muss ja irgendwann auch fertiggestellt werden. Das sieht man ja hier auch. Die
Lichtschächte oder dieser Lichtschacht, der ist ja auch abgesackt durch die Flut und da hat sich verschoben. Das muss natürlich auch mal wieder hergerichtet werden. Und dann ist ja auch Wasser tatsächlich in die Garage reingeflossen, was auch geregelt werden muss. Hier sieht man auch wieder so schön an der Fassade, ja, keine Abdeckung über den Rollladenkästen. Also so insgesamt, normalerweise müsste man abreißen. Ja. Also man sieht es hier, wenn man hinschaut, Steven, kannst mal gerade filmen hier oben, auch der Rollladenbereich. Tja, also was soll man zu sagen? Ich glaube, das sieht jeder, der selbst keine Fachkenntnis hat, wie das ausschaut. Die Frage, die ich mir natürlich stelle, ist, wie schaut es innen aus? Wie ist da innen der Aufbau vorangegangen? Also innen ist eigentlich ganz vernünftig verlaufen, bis auf ein paar Kleinigkeiten, sag ich mal, die jetzt nicht großartig ins Gewicht fallen. Ist natürlich auch ein finanzieller Verlust. Aber viele Arbeiten innen drin sind von anderen Firmen ausgeführt worden. Okay. Und von daher sieht das schon ein bisschen anders aus. Ne? Okay, also zumindest eine kleine gute Nachricht. Aber ja. Nichtsdestotrotz, die Feuchtigkeit kommt von außen nach innen rein. Und das ist genau das Problem. Also ich sag mal, wer solche Arbeiten ausführt, und das ist leider Tagesgeschäft im Flutgebiet. Überall in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, dass wir Handwerksarbeiten vorfinden, die mangelhaft ungenügend ausgeführt worden sind, wo Betroffene, die schon große Schaden durch die Flut getragen haben, und dann auch noch persönliche Schicksale, wie wir das jetzt eben auch gesehen haben, oder auch eben bei Bauschuhspenden in der WN Erfstadt, Menschen, die am Existenzminimum nagen, weil schnelle unbürokratische Hilfe nicht funktioniert hat. Hier ist es jetzt der Fall, es wurde bezahlt von der Versicherung, es hätte alles gut gehen können, aber nichtsdestotrotz, ja, die Betroffenen sind gebeutelt. Wie lange wird der Aufbau dieses Gebäudes dauern, wenn denn die Gelder da sind? Und wie viele Gelder fehlen im Moment? Also ich denke mal rein vom Faktor Zeit her mindestens 4 Monate bei einigermaßen Wetter. Spielt ja auch noch eine Rolle. Ja, und insgesamt liegt der Verlust hier etwa bei ca. 120.000 Euro. 120.000 Euro, die jetzt fehlen einer Flugbetroffenen, die auch noch ihren Mann verloren hat. So, wo soll das Geld herkommen? Das ist die Frage. Ja, wenn wir keine Maschine finden, womit wir drucken können, ist es schwierig. Also, wir sind eigentlich auf Spenden oder so angewiesen, weil sonst nichts mehr kommt. Die Versicherung hat ja gezahlt aufgrund der Rechnungen, die reingegangen sind. Aber die zahlt eben halt auch nur einmal. Klar. Das ist genau das Problem. Ein Rechtsstreit ist natürlich auch noch ein Weg, den man gehen kann, aber wie wir alle wissen, dauert der sehr, sehr lang. Die Mühlen mahlen sehr langsam und ich sag mal, dann vergehen wieder wahrscheinlich die ein oder anderen Jahre. Ich sag mal, von euch als Hilfsorganisation, die hier auch aktiv ist, Fluthilfe Gemünd, wie viele Fälle in der Art kennst du jetzt hier aus den Straßen? Weil man sieht ja, hier wird überall noch gebaut. Einige sind fertig, manche sind noch mittendran, haben wir gerade gesehen. Auch mit dem Nachbarn haben wir uns unterhalten. Ja, wir kennen eigentlich hier in Gemünd jedes Haus. Wir waren in allen Häusern. Wir kennen viele, die Probleme hatten, aber hier, das ist jetzt relativ krass, weil das außen so extrem ist. Hier sind einige Häuser, da ist noch kein Handschlag dran gemacht. Da liegt das noch wie am ersten Tag. Da liegt die Matsche noch drin. Da liegt der Schaden komplett so wirklich wie nach der Flut. Völlig unangerührt. Immer noch werden hier Häuser abgerissen. Eine ganze Reihe sogar noch. Immer noch sind unheimlich viele Fälle, die völlig ungeklärt sind. Allein von der Firma hier wissen wir vier. Auch hier drüben in der Straße ist noch jemand, der sehr betroffen war. Der ist allerdings sehr frühzeitig wach geworden und hat gesagt, stopp, hier stimmt was nicht. War es der gleiche Betrieb? Gleiche Betrieb, ja, ja. Und gut, wir können hier eigentlich jetzt nur noch bei diesen extremen Fällen hoffen, dass wir Spenden noch kriegen, dass wir Material finden und dass wir dann eventuell mit Helfer oder auch wem auch immer, Dachzeltnomaden oder wie auch immer, versuchen voranzukommen. Wenn er dann die Bauleitung macht, das ist ja dann abgedeckt, dann kommen wir vielleicht zu Potte hier. Ja. Also Tilo und Dennis soll ich natürlich anrufen, da geht es halt meist bei den Dachzeltnomaden um das Thema Abriss, aber auch das kann man in die Wege leiten. Wie kann man euch erreichen, dass, wenn jetzt Angebote kommen, und das ist ein ganz klarer Aufruf, Helferspenden werden gebraucht, Material wird gebraucht für diesen versicherten Fall. Wir prüfen natürlich von unserer Warte auch, ob wir auch Möglichkeiten haben, können wir jetzt nicht entscheiden, aber wie kann man euch erreichen? Uns kann man erreichen, telefonisch oder per E-Mail, wie auch immer. Wir haben einen Aufkleber, den ich gleich mal mitgeben kann. Gerne. Fluthilfe Schleidnertal, Team Mieseler, nicht schade mache, ist unser Spruch, hinten steht es drauf. Geiler Spruch, also gucken wir hier. Ich eben nochmal rum.
Teams, die da so draufstehen. Das sind also die Teams, die mit uns eng verbandelt in der ganzen Flutzeit gearbeitet haben und die uns auch heute noch helfen werden. Da sind wir ziemlich sicher. Auch wenn es hier jetzt mal an die groben Arbeiten geht, denke ich, da kriegen wir auch noch Hilfe her und dann können wir mal weitersehen. Also ich habe auch noch die ein oder anderen Teams im Kopf, die hier vielleicht unterstützen und helfen können. Aber wenn du da draußen Möglichkeiten hast, hier zu helfen und zu unterstützen, wir haben auch hier auch einmal die Telefonnummer. Dürfen wir die vorlesen? Ja. Ja, es kann durchaus sein, dass das Telefon dann klingelt. Ne? Okay, gut. Also die Telefonnummer ist die 0172 253 2978 0172 253 2978. Wir blenden es nachher auch nochmal ein. Wenn einer der Admins da ist, dann bitte unten in die Kommentare schreiben oder einer von euch Followern. Das würde helfen. Team Miesler, Fluthilfe im Schleidener Tal. Ja, nach über 20 Monaten dieses Haus, eine absolute Katastrophe. Und ja, lieber Handwerksbetrieb, der du das gemacht hast, also du hast mehr Schaden verursacht, als dass du Gutes getan hast. Und wie gesagt, wir werden auf jeden Fall dranbleiben. Was kann man sich noch anschauen hier im Haus? Was haben wir noch? Sagen. Außenbereich? Ja, innen drin, da sieht man ja eigentlich jetzt nicht mehr so viel. Wir können auch noch mal hinten auf die Terrasse gehen. Ja. Da sind die Ränder, die noch beigearbeitet werden müssen. Da sieht man natürlich auch die Dämmung, die da schon drauf gemacht worden ist unter allen Kanonen. Also da sieht man so ganz krass diese Fehler. Und schauen wir uns das mal an. Und wir haben auch was zum Reinhalten in die Kamera. Das können wir gerade mal machen. Und zwar einmal hier. Also, das sind die Kontaktdaten. Da bitte direkt melden, nicht über den Kanal, sondern bitte hier direkt bei den Helfertrupps vor Ort. Nichtsdestotrotz prüfen wir auch noch, wie wir unterstützen können. Und wie gesagt, leider kein Einzelfall hier in den Flutgebieten NRW. Ja, ich darf das einmal zurückgeben. Wir gehen nochmal nach hinten, schauen uns das mal kurz an. Dann folgen wir einfach mal. Ja, und auch hier, wie gesagt, in der Straße etliche Häuser, die noch dran sind im Wiederaufbau. Also jeder, ganz ehrlich, jeder, der da draußen erzählt, in den Fluggebieten ist alles in Ordnung und man muss mal wieder zur Realität kommen. Das ist die Realität. Viele Menschen in den Fluggebieten und hier muss dringend gehandelt werden, auch seitens der Öffentlichkeit, auch seitens von Hilfsorganisationen, um Projekte länger laufen zu lassen, um Projekte für die Flut, für die Menschen ja so darzustellen, dass auch alle in den Genuss kommen, den Wiederaufbau irgendwie einigermaßen hinzukriegen. Wie ist deine Meinung dazu? Das ist genau so. Und für mich ist das Allerschlimmste, die Menschen so extrem leiden. Wenn man so sieht, ich kenne gar keine Familie, nicht eine einzige hier im Flutgebiet, die wieder ihr altes Leben zurückfindet. Ich kenne keine einzige Familie, die nicht darunter leiden. Die haben alle Probleme. Es gibt Hilfe, Gott sei Dank, die ist auch gut organisiert. Das größte Problem ist wie immer der Mensch und die meisten Menschen leiden einfach und gehen nicht gerne hin. Da muss man Zuspruch, eine Hand reichen, mal motivieren, geh mal hin, lass dir helfen. Aber das ist das Allerschlimmste, dass die Menschen so extrem leiden. Ja. Ich weiß ja, Ingo Fenix hier, Bürgermeister vor Ort, der macht sehr, sehr viel, hat auch viele Frühprojekte, ein Helferprojekt startet jetzt auch hier, ein Hilfsprojekt im März, ich glaube finanziert von Landesgeldern, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ich kann jeden nur dazu auffordern, wenn Sie Flutgebiete in Ihrer Region haben, schauen Sie, dass Sie die unterstützen, schauen Sie, dass es dort weitergeht. Es gibt genug Menschen, die noch Hilfe brauchen. Jeder, der das nicht erkennt, jeder, der das nicht sieht, den lade ich ein, in Häuser wie dieses oder auch zu uns nach Baustoffspenden NRW in Erfstadt, um einfach mal aufzuzeigen, wie schaut es draußen aus. Und die Betroffenen geben ein ganz klares Feedback. Also, Hilfe muss noch lange, lange weitergehen. Hier bei uns in NRW, aber auch drüben in Rheinland-Pfalz. Und wir gehen mal rein, wir gucken uns das mal an. Ja? So, putzen wir uns einmal die Füße ab hier. Hier sieht es auf jeden Fall schon mal deutlich besser aus als in vielen anderen Fluthäusern. Das ist schon mal zumindest, ja, etwas Gutes, aber wenn man überlegt, dass hier dann die Feuchtigkeit reinzieht, wo dürfen wir durch? Da ist noch die unfertige, also wo halt im Boden die Heizung aufhört zu heizen. Okay. Da kann der Herr Körfer aber heute was zu sagen. Okay. Ja, was ist mit der Bodenheizung, was ist da los? Die Fliesen hier sind von einer anderen Firma gemacht worden, die jetzt nichts mit den Außen zu tun haben. Man sieht aber eigentlich schon, wie Sachen, die Firma gemacht hat, hinterlassen werden. Die, da filmen wir vielleicht gerade mal auch rein, dass man das mal ein bisschen sieht. Die Kopfplatte fehlt, die Dusche fehlt. Also alles so halbherzig ausgeführt. Waschbecken ist relativ minderwertig, was vorher
Villeroy-en-Boch, glaube ich, war. Also man versucht dann auch da wirklich an allen Ecken Geld zu sparen. Also das heißt, es wäre eigentlich ein hochwertigeres Waschbecken eingebaut werden sollen, sozusagen. Und man hat sich gesagt, komm, wir sparen ein bisschen Kosten. Genau. Das Handwerksbetrieb wieder betrifft privat. Natürlich das auch die Toilette. Die Dusche. Eine ganz einfache. Die Fuge hier unten, die Dehnungsfuge, normal, dass die so groß ist, oder? Ja, das kommt, weil die ja schräg nach hinten ausgeführt ist. Und da wird man wahrscheinlich, ja, man hätte sie sicherlich ein bisschen kleiner machen können. Aber ansonsten ist grundsätzlich gegen die Fliesenarbeiten gar nichts zu sagen. Ja, auch Spülkasten genau sieht man, ne? Das ist genau wie die Türen, ja. Türen sind auch von einer anderen Firma ausgeführt worden. Und ist natürlich auch ein Riesenunterschied. Ja. Ja. Pass mal hinter, dann merkst du. Ja, wir können uns das auch hier mal anschauen. Also man kann hier bei den Türen einmal, wir zeigen es gerade mal, hier kann man hinterfühlen. So schaut das aus. Also die sind auch nicht richtig abgeschlossen worden. Und wir gucken uns den Rest an. Ja, also wir gehen einmal durch. Und dann geht es hier in den Gartenbereich. Oha, ja. Also hier geht es genauso weiter, wie es vorne war. Ja. Man muss sich das mal anschauen. Also da sieht man jetzt den alten Klinker auch noch, der Rest hier am Kamin. Und der müsste dann natürlich auch runter. Vielleicht kann man wirklich überlegen, ob man, wenn man den Rest dann in Putz gemacht hat, ob man den Kamin lässt, so als Eyecatcher, sag ich mal. Okay. Ja. Aber man sieht hier an den Stürzen, die hier versucht worden sind zu machen. Ja. Und überall diese Dübel reinstecken, das macht man natürlich alles gar nicht. Das ist ja total uninteressant. Ja, die Ränder hier, da ist nicht ein durchgehende. Nicht eine durchgehende Platte hier, das ist alles nur Stück. Zeigen es auch mal hier, ja. Wir gucken mal ein Stückchen genauer rein. Wenn man hier mal schaut, das kann man sogar rausnehmen. Ja, wunderbare professionelle Arbeit, meine Herren. Also das nennt man wirklich Fusch am Bau, das ist eine Frechheit. Aber leider Alltag. Die Tür geht nicht auf. Nein, die geht nicht auf. Also der Hauptzweck der Tür, dass sie aufgeht, ist nicht gegeben. Okay. Man sieht auch schön hier oben die Abschlüsse an den Sparren, die sind natürlich auch jenseits von Gut und Böse. Man sieht ja alle das Loch da oben, ne, wie es abschließt. Also man arbeitet das entsprechend ran und dann dichtet man das Ganze normalerweise mit einem Quellband ab, damit der Abschluss da sauber ist. Ja, hier hat man das Quellband vergessen, ne? Und so weiter. Also das ist eine Schnauze. Wenn wir nach hinten gehen hier. Ja, man sieht auch, es ist schräg, ne? Es ist nicht gerade gearbeitet worden hier. So, die Platten wurden weggenommen. Okay. Man kann jetzt eigentlich auch gar nicht sagen, weil wir wollen da eigentlich gar nicht dran gehen, aber man kann gar nicht sagen, wenn jetzt hier Platten drin sind und eventuell hier Nässe auf dem Boden läuft und wie sich das da hinten dann bemerkbar macht. Wenn da nicht richtig eingedichtet ist oder so, dann hat man Wasser drin. Und ich sag mal, wir reden hier auch von Starkregenereignissen, die kommen können. Und wenn wir uns das hier unten mal anschauen, dann muss man auch ganz klar sagen, wenn hier mal ein starker Regen kommt, wir haben hier einen Überstand von 50, 60 Zentimetern vom Dach, ihr kennt es vielleicht auch bei euch aus dem Garten, dann kann es durchaus sein, dass Wasser Richtung Fenster geht. Und wie gesagt, wenn das nicht richtig isoliert ist, wenn das nicht abgedichtet ist, dann fängt die Feuchtigkeit sowohl im Keller als vielleicht auch im Fußbodenbereich wieder an. Ja, und hier im Außenbereich, oh ja, okay. Ja, hier ist natürlich Wasser runtergeschossen, hat ja unten im Keller gestanden dann, der komplette Keller unter Wasser. Und Feuchtigkeit ist eigentlich immer noch natürlich zu sehen. Die wird man, denke ich mal, auch nicht wegkriegen unbedingt. Die sitzt hier in dem Mauerwerk drin. Das ist aber wahrscheinlich von vornherein nicht außen abgedichtet. Ja. Von daher kann da natürlich immer was reinkommen. Man geht davon aus, das ist ein Keller oder ein Kellerzugang. Da ist das wahrscheinlich nicht so wichtig. Man kann den natürlich auch ein bisschen vernünftig machen. Ne? Ja, schauen wir uns auch mal gerade an, dass man es auch mal sieht. So schaut das dann aus. Ja, und wenn wir jetzt ein Stückchen weitergehen, da kann man sogar die Holzbalken
vom Vordach erkennen. Also selbst das ist nicht abgedichtet und steht hier frei. Und schaut euch mal an, wie das hier oben ausschaut. Also das ist Handwerksarbeit vom untersten Niveau, voll bezahlt. Ja, der Schaden hätte jetzt schon beseitigt sein können, aber das ist traurige Realität bei vielen Flutbetroffenen. Firmen, die das schnelle Geld verdienen wollen, die schnell einfach die Arbeit fertig machen wollen und dann zur nächsten Baustelle, und das ist das Ergebnis. Hier ist auch, wie man sieht, oben an den Fenstern ist nachträglich da diese Folie aufgebracht worden von einem Fensterbauer, weil das offen war und innen drin, wenn man da eine Kerze dran hielt, die wurde also ausgepustet. Diese ganze Klinke hätte ja dranbleiben können. Ne? Ja, also ja, so, das hätte alles dranbleiben können, das hätte man nicht wegmachen müssen. Nein. Und wenn wir mal nach oben hin filmen, über das Fenster, dann sieht man auch, da klaffen Riesenlücken. Also wirklich meterweit alles abgetragen worden. Hauptsache man hat Arbeit, die man abrechnen kann. Ja, und jetzt fängt der Schaden an. Ja, fehlen einem wirklich die Worte, muss man sagen. Ja. Also das ist selbst oben bei der Dämmung vom Dach hat man nicht aufgehört. Ja, gut. Also wir haben jetzt so einen Einblick. Nochmal hier der Hinweis an euch, wenn ihr unterstützen könnt. Ich hoffe, die Nummern sind reingeschrieben. Bitte unterstützt hier, bitte unterstützt die Flutbetroffene. Ich komme gerade nochmal zu dir. Ja, also ja. Um dich geht's. Und wer hier helfen kann, als Helfer, als Unterstützer, als Spender, meldet sich hier gerne bei der Fluthilfe Gmünd. Ihr kommt doch auch noch mal kurz mit dazu und wir erzählen gleich auch noch ein bisschen über eure Projekte. Also das sind die Menschen, die sich hier ja ehrenamtlich, freiwillig als freiwillige Helfer gekümmert haben. Und ja. Ich bin so froh, dass ich Hans und Sabine habe. Wirklich, ohne die wäre ich schon verzweifelt. Die mich moralisch mit Rat und Tat und immer für mich da sind. Zu jeder Tageszeit. Das tut gut und vielen Dank, dass du gekommen bist. Kein Thema. Vielen, vielen Dank. Also ich hoffe, wir können auch hier helfen und wirklich an alle da draußen, an Organisationen, an Politiker, schaut euch die Menschen im Flutgebiet an. Das ist kein Einzelfall, das ist traurige Realität. Schaut genau hin. Schaut genau hin, das ist das Wichtige. Ich sage immer, in NRW, hier sieht man es jetzt ganz deutlich. Ja, aber wir haben das Thema in NRW von den Außenfassaden, sieht man oftmals nicht, wie es dahinter ausschaut. Das heißt, wir haben Straßen in Flutgebieten, die sehen optisch gut aus, die sind abgesprüht mit dem Kärcher, alles fein. Schaut euch mal die Fenster an. Auch wenn Gardinen drin sind, heißt das noch lange nicht, dass dahinter Leben herrscht oder dass die Bauarbeiten nicht abgeschlossen sind. Und ich sage mal, ihr könnt das hier für Schleiden gemacht auch bestätigen. Ja, das ist tatsächlich so. Wir kennen so viele Projekte hier, die außen wirklich wieder schon optimal aussehen. Da denkst du, ist alles super. Und wenn du dann reingehst, dann denkst du, kann gar nicht wahr sein. Es kann einfach nicht wahr sein. Das hat so viele Gründe. Die liegen teils im Finanziellen, die liegen teils im Betrug, die liegen teils in Versicherungsfragen. Das heißt doch gar nicht, dass nicht geholfen wird. Es wird schon viel geholfen und geht doch relativ voran. Wir können ja noch froh sein hier in Nordrhein-Westfalen, dass es einigermaßen glatt läuft. Aber es sind halt einfach noch unheimlich viele Stellen, wo so viel Bedarf ist. Und auch gut, dass es euch noch gibt. Und ich hoffe auch, dass es noch ein bisschen länger gibt, weil es ist einfach noch unheimlich viel Bedarf. In den gesamten Flutgebieten hier ist noch so viel Bedarf. Da braucht man die Leute. Ja, und wir sind alle froh, wenn die Aufbauhilfen, die auf den Weg gebracht wurden, irgendwann auch ziehen. Viele haben Auszahlungen da, das ist so. Aber es gibt viele, die warten auf ihre Gelder. Bewilligt heißt nicht ausgezahlt. Und wir sind alle froh, wenn wir irgendwann wieder nach Hause fahren können. Auch unser Helferleben normal wieder als normale Menschen leben können. Aber das ist jetzt, hier, heute, morgen, übermorgen, in den nächsten Monaten und auch im nächsten halben Jahr und darüber hinaus bei weitem nicht der Fall. So, manche können auch nicht mehr, das ist einfach so. Das gilt nicht nur für Betroffene, das gilt auch für Helfer. Und wenn es Projekte gibt, die noch weiterlaufen können, wo man sieht, die Betroffenen geben ihre klare Meinung raus, dann ist es der klare Auftrag von den Offiziellen, von den Gewählten und von den Hilfsorganisationen, diese weiter zu unterstützen. Das ist meine persönliche Meinung und das ist die Meinung von vielen Flutbetroffenen. Ich glaube, da sind wir uns auch hier in der Runde alle einig. Ganz sicher. Ja, weil wir halt auch jetzt nicht mehr weiter wussten. Wir wissen einfach nicht mehr weiter, wie kommt sie jetzt zu der Fassade. Ja. Na, wie, ja, wir sind irgendwie am Ende mit unserem Rat. Ja, klar. Und der Herr Körfer auch. Und wir können halt nur helfen, wenn wir auch Helfer haben, die uns unterstützen und die das halt vielleicht in die Wege leiten, hier eine Fassade wieder aufzubringen. Ja, also eine Fassade wird für dieses Haus gesucht. Ich glaube, von der Farbwahl, da ist man nur relativ... Ja. Man ist froh, wenn eine da ist, dass die Isolierung vom Haus wieder da ist. Also wenn ihr Firmen, Hersteller, Produzenten kennt, ja, bitte nehmt euch auch diesen Fall an. Und ich werde auf jeden Fall dranbleiben. Wir werden hier öfter vorbeikommen
und euch begleiten. Und ja, vielen Dank auch hier nochmal an den Bürgermeister Ingo Fennings, der hier auch ein Hilfsprojekt auf den Weg gebracht hat, was auch hier starten wird, was für länger angesetzt ist, weil man hier ganz klar erkannt hat, dass Hilfe in den Flutgebieten weiter nötig ist. Ja. Kann man als Fluthelfer hier im Schleinertal eigentlich nur bestätigen. Ja. Alles klar. Ja, das war Tibor Schade mit einem Live-Bericht hier aus den Flutgebieten NRW. Wir sehen uns nachher wieder im nächsten Live, weil da wird auch nachher noch eins kommen. Ich sage erstmal vielen Dank an alle, die hier da sind, auch an deine Unterstützung, gerne, an die fachliche Expertise. Und ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen. Und wie gesagt, wenn ihr Möglichkeiten habt zu helfen, wenn ihr Kontakte habt, bitte nutzt sie. Und dann würde ich sagen, bis später, ihr Lieben. Danke fürs Zuschauen, danke für eure Unterstützung. Und wenn ihr dem Kanal noch nicht folgt, Tibor Schade, Freiwilliges Krisenmanagement, da gibt es alle Infos über verschiedene Hilfsprojekte. Nicht nur Flut, auch andere Themen. Aber Flut ist unser Hauptthema, auch am heutigen Tag. Danke und helft uns bitte. Helft uns oder helft Ursula, dass sie wieder menschenwürdig in einem schönen Haus wohnen kann. Vielen, vielen Dank. Ciao.